Jo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. GTA San Andreas ist wieder am Start. Also, wir machen heute weiter. Wir sind immer noch zu dem komischen, ominösen Punkt da unterwegs. Also brauchen wir noch ein bisschen zu fahren. Dankeschön, für den Punkt jetzt wieder weggenommen. Warum müssen die immer alle da am Arsch der Welt wohnen? Warte mal, ist es eigentlich möglich, die komplett einfach, das Ding einfach komplett über die Pampa zu jagen? Oder? Also fast komplett. Geil, wenn ich ehrlich bin, fahre ich jetzt gerade mal einfach. Was ist das von mir? Ach, Mähdrescher, okay. Dann wird er voll in der ländlichen Gegend. Das dauert heute noch auf jeden Fall, dass wir hier noch ein bisschen unterwegs sind. Ah, oh, fahr doch deine Mühle da weg, Mann. Das war knapp. Warum wohnen die echt alle so am Wash der Welt? Ah, man, thanks for that. So, sind wir eigentlich da oder zumindest in der Nähe? Ja, sieht so aus. So, wir fahren jetzt eigentlich nur die Straße geradeaus weiter. Das Problem ist einfach, dass wir nicht um den See rumkommen. Also nicht durchkommen, so rum ist es eigentlich. Und zwar allem dafür, es fängt jetzt, glaube ich, auch noch zu regnen, oder? Ja. Wir müssen hier rüber. Da willst du nur entspannen. Ein paar Leute überholen, aber es kommt dir ständig wieder entgegen. Warum ist das alles so? Hier links ist Gott sei Dank Angel Pine schon. Und wir sind endlich nach einer gefühlten halben Jahr. Wir gefühlt haben ja also wenn ich da ein Angel Pine. Warum auch nicht? Da fährt mal klar noch einer mal in die Karre. Steig aufs Dach. Trifft die Leiter nicht. Hier. Wie viel das Gesicht ist, sieht man mal schnell so nah wie möglich ran. There it is, Holmes. Right, you Shermhead. Ryder. This business is bigger than any gang, is it? Ryder, little bitch! This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs put some product. It's a serious organization. Yeah.
Also ja, die Mission ist fehlgeschlagen. Ich darf sie nochmal neu machen. Lass mich raten. Welch eine Scheißüberraschung. Ich darf jetzt wieder die ganze Scheiße nochmal neu machen, oder was? Willst du jetzt verarschen, oder was? Wegen dem scheiß Foto schickt der mich jetzt komplett nochmal durch die Weltgeschichte. Das heißt, wir dürfen wieder hochfahren zu uns, dürfen in der halben Weltgeschichte wieder unseren Freund Caesar hier irgendwo einsammeln und dürfen quasi wieder runterfahren. Nee, sorry, liebe Leute. Also ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf die Mission, die ich jetzt nochmal machen muss. Wir machen eine andere Mission. Ich habe die Schnauze voll. Was haben wir denn noch Schönes? Weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf die nächste Mission. Durch diese Mission. Ich, nee. Leck mich doch alle ab. Ja, lass mich in Ruhe. Wegen dem dreckigen Foto, Alter, lässt ihr mich nochmal durch die komplette Weltgeschichte fahren. Ja, du kannst ja nochmal das Ganze machen. Nein, ich baller jetzt nicht nochmal zwei Folgen dafür raus. Also, wir fahren immer wieder auf die Straße zurück. Ja, ist ja nicht so, dass er ein Scheiß... Jetzt kommt der Scheiß Kopf. Oh, leck mich doch am Arsch. Nimm deine Dreckskarre da weg, Mann. Mach ein Foto von deinem Gesicht. Ja, du hast die Mission verkackt. Wir machen die irgendwann in der nächsten Aufnahme-Session nochmal neu, die Mission. Weil wenn ich endlich bin, wie gesagt, das Programm... Diese Fahrerin... Oha. Die sind und her fahren. Jetzt müssen wir geradeaus komplett und dann irgendwann links. Die sind und her fahren rein. Das nervt mich gerade. Das heißt, wir fahren wieder hoch. Naja, hier muss er. Was der Scheiß soll, Alter. Jetzt links, ne? Können wir mal, ist das einfach da hochzufahren? Wir müssen eigentlich nur die komplette Straße jetzt geradeaus, also auf dieser Straße hier bleiben. Puh, du sitzt wirklich den ganzen Tag im Auto und man sitzt den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag nur im Auto, weil man hier durch die halbe Map fahren muss. Naja. What you want, fool? So, jetzt mal wieder zurück. Ist doch viel einfacher gewesen, ohne den Vollpfosten da einzusammeln. Komm, wir fahren zurück zu unseren Jungs. Ich hab keinen Bock mehr. Wir machen jetzt hier Feierabend. Wir haben jetzt, ist jetzt auch keine Ahnung, wie viele 50. Folge, die ich aufnehme jetzt. Diese Mission probieren wir in der nächsten Folge nochmal einfach neu, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist halt viel Fahrerei, das ist das Problem an der Scheiße.
Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei GTA San Andreas. Bis dahin und tschüss.